mal wieder. Hello again. Ja, die Herbst- und Winterzeit ist ja nicht nur die Zeit der Modellbahn, nein, es ist auch die Advents- und Weihnachtszeit. Und deswegen haben wir auch auf der Modellbahn immer wieder Motive, die auf die Weihnachtszeit hinweisen. Und ich habe dann auch noch einen ganz besonderen Zug, der jetzt gleich in den Bahnhof einrollen wird. Und ich hoffe, der gefällt euch. Okay, Autumn and Winter are the traditional time for model railroading. But not only model railroading, also Christmas time is important for us. And so this Christmas theme will find its way on our model railroads. And in a few seconds there will be a special train entering the scene, and I hope you will enjoy it. So, der besondere Wagen, das ist dieser Märklin-Wagen zum Tag der Modelleisenbahn. Eigentlich internationaler Tag der Modelleisenbahn, weil in USA Model Railroader zum Beispiel, das Magazin geht eigentlich auch immer auf den Tag ein. And the special car is this special model from Märklin. It features the International Day of Model Railroading, and it's also the American magazine Model Railroader features this day. I don't know if this year, but in the past they joined that day, and so we can say it's an International Day of Model Railroading. And this video is to remember you all that this is a special day, the 2nd of December, or usually it's the whole week, where, and the model railroad communities arrange special events, and I don't know how it will be this year with Corona in Germany, maybe not so many events, but let's hope the best. Okay, also, der Wagen hat auch noch eine zweite Seite, wenn ich den jetzt hier losklick. Ja, Try and Error. So, auch die zweite Seite ist sehr schön gestaltet. So, and this is the other side of the car, also very nicely made by Märklin. Okay, enjoy the International Day of Model Railroading, enjoy your videos, enjoy your railroads, and bye-bye. Also viel Spaß beim Internationalen Tag der Modelleisenbahn, viel Spaß mit euren Modelleisenbahnen und habt eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.